Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist ein Video, was mir persönlich, also ich habe überlegt, soll ich das filmen, soll ich das nicht filmen, aber ich zeige so viele persönliche Sachen, dass ich das jetzt einfach auch mal mit euch teile. Und zwar bin ich auf dem Weg zum Arzt. Mir geht's nicht gut. Ich habe extreme Müdigkeit, also wirklich extreme Müdigkeit. Natürlich ist man als Mutter viel müde, wenn man wenig Schlaf hat, aber ich habe die letzten Nächte geschlafen und das ist so ein Dauerzustand. Ich habe echt Probleme, mich wach zu halten teilweise, dass ich so krass müde bin. Moment. Ich bin jetzt beim Arzt angekommen. Ich habe noch mehr Symptome, die erzähle ich euch gleich alle. Es ist eigentlich gar nicht zum Lachen. Ich habe eigentlich voll Schiss, ehrlich gesagt. Aber ich bin froh, dass jetzt mal was getan wird, weil ich das schon eine ganze Zeit lang vor mir herschiebe und immer gedacht habe, ach komm, wird schon wieder. Aber ja, ich erzähle euch gleich noch mehr. Und jetzt gehe ich jetzt mal hoch. Ich bin wieder zu Hause. Das war wohl ein Satz mit X. Ich hatte heute Morgen Tee getrunken. Ich war nicht ganz nüchtern. Ich hatte Matcha-Tee getrunken mit Honig und Milch. Und somit hat sich das Blutabnehmen erledigt. Urinprobe war auch für einen Eimer, weil das nicht ganz... Also ich hatte schon was getrunken halt. Und ja, jetzt muss ich morgen nochmal zum Arzt gehen. Und dann gehe ich nüchtern und dann wird Blut abgenommen und Urinprobe gemacht und so, ja. Also meine Symptome. Ja, kann ich ja mal kurz erzählen. Leisa war gerade beim Papa. Das war ganz gut, dass ich alleine gehen konnte, weil ein schlauer Mann hat mal gesagt, wenn ihr gesund bleiben wollt, dann meidet Arztpraxen. Und ja, deswegen habe ich Leisa auch nicht mitgenommen. Sie kränkelt nämlich auch ein bisschen. Und ja, morgen geht es halt nicht anders. Ach, voll doof, ey. Ich ärgere mich so, dass ich diesen Tee getrunken habe. Naja, jedenfalls, also ich habe extreme Müdigkeit, habe ich ja schon gesagt. Wirklich so schlimm, dass ich Probleme habe, meine Augen offen zu halten. Selbst wenn ich die Nacht durchgeschlafen habe. Mittags teilweise ist das richtig schlimm. Auch wenn ich mit Leisa mich mittags hinlege. Also ich lege mich teilweise auch 2 Stunden mit Leisa mittags hin. Oder halt morgens direkt nochmal. Aber ich bin trotzdem extrem müde. Dann habe ich hier Nierenschmerzen ein bisschen. Und ich bin jemand, der googelt auch gerne. Das darf man natürlich eigentlich nicht machen, aber ich habe gegoogelt. Auch nachdem ich war bei der Massage. Ich gehe zur Thai-Massage. Und jedes Mal, wenn sie meine, also wenn sie hier in diesem Bereich, die Nieren sind ja hier, wenn sie mich da massiert hat, hat das wirklich richtig doll wehgetan. Und dann hatte ich noch eine Fußmassage und da war das auch die gleiche Stelle, die mir sehr doll wehgetan hat. Und sie sagte, könnte sein, lass das mal checken. Sie hatte auch schon die Vermutung, dass ich schwanger bin, aber das bin ich nicht. Ich habe meine Tage bekommen, ich bekomme die auch schon regelmäßig. Na egal. Also das sind so die extreme Symptome, Müdigkeit, Schmerzen in den Nieren und Durst. Extremen Durst. Also ich trinke 3 Liter, ich könnte aber wesentlich mehr trinken, wenn ich danach gehe, wie ich Durst habe. Mich nervt das nur, dass ich dann ständig auf Toilette gehen muss, deswegen trinke ich eigentlich nicht so viel, aber Durst habe ich schon. Jetzt zum Beispiel auch. Ich habe auch immer Wasser mit im Auto. Ja, okay. Das sind so die Symptome, die ich habe und die mir Sorgen machen. Ja, okay. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Ich mache mir jetzt, weil immer dann, ne, wenn es einem nicht so gut geht, dann denkt man, okay, du musst jetzt mal wieder was für deine Gesundheit tun. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder wesentlich gesünder zu essen, wobei ich ja vorher schon gesund gegessen habe, also noch gesünder. Ich wollte mir jetzt hier einen Chiasamen-Pudding machen. Diesen Becher habe ich, ich war nämlich in Hamburg am Wochenende, ohne Leisa, ohne alle, ganz alleine. Und deswegen, da habe ich eigentlich auch super viel geschlafen. Egal. Jedenfalls hatten wir hier so ein... Da war auch Chia-Pudding drin. Und deswegen komme ich auf die Idee. Den mache ich jetzt da rein. Wir durften das mitnehmen. Das war so... Es gab da auch ein bisschen Essen. Und da durften wir das so unterwegs mitnehmen. Und dann mache ich jetzt einen Chia-Pudding. Einfach Chiasamen rein. So sieht mein Pudding jetzt aus. Ich habe noch ein bisschen Honig und gefrorene Blaubeeren reingemacht. Und Mandelmilch ungesüßt. Und dann kommt das jetzt in den Kühlschrank. So, Leisa schläft in ihrem Bettchen. Wir machen das im Moment auch nachts so. Also sie hat jetzt heute Nacht bis 5 Uhr durchgeschlafen in ihrem Bett. Und dann haben wir es so rübergeholt. Jetzt, wo sie schläft, wollte ich mal eben meine Hose kürzen. Und manche haben gefragt, ob ich das mal zeigen kann, wie das geht. Ich habe da keinen Trick. Ich benutze einfach eine Schere
für Stoff. Die Levis, die ich auch im Fashion Hall empfohlen hatte, die ist von der Länge her okay, aber ich mag es gerne ein bisschen kürzer, also so über die Knöchel. So mag ich es und so ist sie aktuell. Also ich mache hier einen Schnitt rein, da wo ich es gerne hätte. Und dann ist es eigentlich sicherer, wenn man die Hose auszieht und dann gerade rumschneidet. Dadurch, dass ich gerissen habe, ist das jetzt hier so ein bisschen schräg geworden. Das ist aber gar nicht schlimm. Das fällt nachher kaum noch auf. Die andere Seite schneide ich aber. Und dadurch, da lege ich jetzt das Teil, was ich abgerissen habe, lege ich einfach da drauf. Und dann schneide ich das hier so ab. Und ausfransen könnt ihr das mit den Dingern, wo ihr die Nagelhaut mit entfernt. Diesen Dingern hier könnt ihr die dann ausfransen. Wenn ihr reißt, dann geht das natürlich schneller. Und beim Waschen jedes Mal wird es dann halt immer besser. Und dann sieht es auch irgendwann so aus. Acht fünf steht schon, Mama. 8,5? Für wen? Für mich. 8,6. Ich muss mal kurz die Tore zeigen. Meine sind die zwei unten, klar. Und Louis ist das hier. Das hier. Die ganze Wand. Alex Tor. Komm, wir gehen schnell hier raus. Was essen wir eigentlich heute? Keine Ahnung. Du Muskelarme. Das ist voll krass. Voll krass, ne? Mhm. Bei uns gibt es heute Pfannkuchen. Also wir haben uns für Pfannkuchen entschieden. Ich habe da kein Rezept, falls jemand fragen sollte. Ich mache das immer Pi mal Daumen. Einfach 2, 3 Eier, ein bisschen Mehl. Manchmal nehme ich auch Haferflocken. Honig und eine Banane, ein bisschen Magerquark mache ich da rein. Was essen wir jetzt? Guck mal, da haben wir hier auf den schönen weißen Socken den Brei. Der geht doch nie wieder raus, oder? Also ich kriege den nicht mehr raus, da bin ich mir sicher. Oh Mann, Leute. Die Nacht war nicht so gut. Eliza ist sehr oft wach geworden. Und das trägt natürlich dazu bei, dass ich heute noch müde bin. Aber ich dachte mir, komm, machst heute mal ein bisschen, dehnst heute mal ein bisschen, weil ich mich nicht so, ich fühle mich einfach nicht gut. Und das hilft mir eigentlich immer, mich noch ein bisschen fitter zu fühlen. Das ist wahrscheinlich das langweiligste Video ever, aber ich fühle mich gerade nicht so viel in der Lage, irgendwas zu machen. Und es passiert auch gerade nicht so viel hier. Deswegen hoffe ich, dass euch trotzdem mein Video gefallen hat und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was da für Ergebnisse jetzt rauskommen beim Arzt. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!